Es ist lange her, seitdem wir ein Dragon Ball 2D Fighting Game bekommen haben. Das letzte Mal war hier. Ist eine lange Zeit her. Nun melden sich die Entwickler zurück und geben uns Dragon Ball FighterZ, ein 2,5D Beat'em'up. Ich werde heute ein bisschen über das Spiel reden, meine Spielerfahrungen und ob das Spiel wirklich den Vollpreis wert ist. Das Ding bei Dragon Ball FighterZ ist, dass es von der Norm abwich, die sich über die Dragon Ball Spiele der letzten Jahre hinwegzog. Auch wenn sich die Kampfstile der jeweiligen Spiele natürlich auch ein wenig untereinander unterscheiden, bemerkt man trotzdem einen roten Faden, der sich durch diese Spiele zieht. Wenn man aber nun Dragon Ball FighterZ dagegen hält, bemerkt man einen starken Kontrast. Es wurde sich dazu entschieden, wieder ein 2D Beat'em'up im Stile von Street Fighter oder Tekken zu entwickeln, aber haben sie es auch gut umgesetzt? Und vor allem, was hat das Spiel noch zu bieten? Man zahlt ja keine 60€ für ein Spiel, in dem man nichts machen kann. Sorry, Bruder. Das Kampfsystem in FighterZ wurde wirklich sehr gut umgesetzt. Mein Problem mit Kampfsystemen wie in beispielsweise Street FighterZ ist, dass die einzelnen Moves und Techniken eine recht lange Übungszeit beanspruchen, damit man sie drauf hat. Man ist dementsprechend quasi gezwungen, ein wenig Zeit in das Spiel zu investieren, was andere gut finden, ich aber hingegen eher auf den Spaß für den Moment setze. Außerdem bin ich ziemlich kacke. In Dragon Ball FighterZ sind die einzelnen Moves und Kombos sehr leicht zu erlernen und bestehen meist aus gar nicht mal so schweren Tastenkombinationen. Nur um die wirklich komplizierten Moves zu machen, muss man sich mal hinsetzen und trainieren, was aber denke ich klar geht und viel Raum für Competitive-Spieler bietet. Eine andere feine Sache in den Kämpfen ist außerdem noch die Interaktion zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Man kämpft in diesem Spiel in Dreiergruppen, also man kann drei Kämpfer auswählen und diese dann in einem Match spielen. Es ist aber nicht so, dass man die Leute einfach stumpf in seinem Team hat und diese dann untereinander auswechseln kann. Man hat die Möglichkeit, während ein Kämpfer draußen ist, einen anderen Moves und Attacken ausführen zu lassen, was zu der ein oder anderen krassen Combo führen kann. Zum Kämpferraster an sich. Es gibt insgesamt 24 Charaktere in diesem Spiel und Fans der Budokai Tenkaichi-Reihe werden jetzt hier wahrscheinlich aufschreien und sich über diese Zahl beschweren. Im dritten Teil gab es 162 Charaktere und ja, es war eine ziemlich geile Sache. Ich denke aber, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass nicht alle Not getan hätten. Seien es die ganzen Wehraffen, die es in der Serie gar nicht gab, die Freezer-Soldaten oder fucking Opa Gohan. Bei Dragon Ball FighterZ wurde ganz klar auf Qualität statt Quantität geachtet. Es ist nicht so, dass sich die Kämpfer nur durch ihre Ki-Attacken unterscheiden, sondern alle Schläge, Kombos und Moves unterscheiden sich in gewissermaßen. Hier liegt nämlich der entscheidende Unterschied zur Budokai-Reihe. Während dort alle Charaktere die gleichen Schlagabfolgen ausgeführt haben, wurde hier alles auf die Person abgestimmt. Allgemein wurde hier sehr viel Fanservice betrieben, was Moves, und Konversation angeht. You don't know how to turn into a Super Saiyan, do you? Have no fear, Gotenks will teach you. I don't remember asking a little punk like you for help. Go on then. Aber was wirklich entscheidend ist, was kann mir das Spiel bieten? Ist es wirklich 60€ wert oder ist es ARMS 2? Tut mir übrigens leid, dass ich die ganze Zeit ARMS roaste, ich verspüre einfach auf mehreren Ebenen Hass auf dieses Spiel. Das Spiel hat diverse Spielmodi zu bieten. Um das alles ein bisschen besser erläutern zu können, möchte ich zuallererst was zu dem Aufbau des Menüs sagen. Man startet in einer Lobby, in der man die einzelnen Spielmodi auswählen kann. In dieser Lobby sind auch andere Spieler. Nicht so wie in Xenoverse, wo einfach die Charaktere von Randoms rumstehen, sondern wirklich andere Spieler, die zu diesem Zeitpunkt wirklich in dieser Lobby rumlaufen, so wie du. Man kann hier mit Emotes kommunizieren und andere zu einem Kampf herausfordern. In der Mitte der Lobby ist nämlich eine Arena, was uns direkt zu dem ersten Spielmodus führt, den Arena-Kampf. Wenn sich zwei Leute oder mehr gleichzeitig in dieser Arena stellen, startet man einen Arena-Kampf. Was schon ganz cool ist und mal was anderes als das herkömmliche Matchmaking, was es hier aber natürlich auch gibt, den Weltkampf. Hier kann man wirklich gegen jeden aus der ganzen Welt kämpfen. Ganz casual oder auch in Ranglisten kämpfen, die wichtig für deinen Rank sind. Folgende Ränge gibt es in diesem Spiel. Pflanzenmann, Erdling, Namekiana, Freezer Clan, Super Saiyajin, Cyborg, Super Saiyajin 2, Kaioshin, Majin, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Gott und Super Saiyajin Blue in genau dieser Reihenfolge. Außerdem gibt es noch den lokalen Kampf und das Training, was denke ich mal selbsterklärende Modi sind. Kommen wir jetzt also zum interessanten Shit, der Story. Ich find's wirklich gut, dass die aktuellen Dragon Ball Spiele immer mehr davon weggehen, als Story Mode die Story des Dragon Ball Mangas nochmal zu durchlaufen. Wie auch schon in den Xenoverse-Teilen durchlebt man hier eine Was-wäre-wenn-Geschichte, in der ein neuer, von Toriyama persönlich designter Charakter namens Cyborg 21 als Antagonist fungiert und das Leben der Z-Krieger, aber auch der alten Bösewichte, die hier wiederbelebt wurden, zur Hölle macht. Es ist also quasi eine dritte Partei, die gegen jeden ist. Ich muss zugeben, das Story-Mode fällt in diesem Spiel ein wenig mau aus, da das Augenmerk ganz klar auf das Gameplay gelegt wurde, womit ich aber auch völlig cool bin. Eine nice Sache ist aber, dass man den Story-Mode in drei Perspektiven spielen kann. Einmal als die Z-Krieger, also Son Goku und Co.,
einmal als die Bösewichte, das heißt Freezer, Cell etc. und einmal als C21. Trotzdem bin ich leider kein Fan des Story Modes und verbringe meine Zeit, wenn ich mal nicht gegen andere Online spiele, hauptsächlich in dem letzten Modus, den ich absichtlich als letztes erwähne. Der Arcade Mode. Hier muss man eine bestimmte Anzahl an Fights in einer bestimmten Schwierigkeit absolvieren. Es gibt hier wirklich sehr viele Auswahlmöglichkeiten und Variationen, was gut die Kampftechniken und Fertigkeiten trainieren kann. Macht mir persönlich mehr Spaß als der Story Mode, bei dem man auch an bestimmte Kämpfer gebunden ist, weshalb ich hier auch meine meiste Zeit verbringe. Das müssen jedoch alle für sich selbst entscheiden. Fakt ist aber, dass Dragon Ball FighterZ sehr viele Möglichkeiten bietet und aufgrund der Variabilität in Sachen Kämpfer und Modi auf jeden Fall so schnell nicht langweilig wird. Ist es also 60 Euro wert? Aufgrund des ganzen Fanservices, auf den ich ja schon eingegangen bin, kommen Dragon Ball Fans bei diesem Spiel auf jeden Fall auf ihre Kosten. Casuals, die zwar Dragon Ball kennen, aber mit der Serie dann doch nicht so vertraut sind, sollten sich einen Kauf jedoch zweimal überlegen. Da das Kämpfen zwar Spaß macht und so, aber auch ein Großteil davon ausgemacht wird, dass man seine Lieblingscharaktere aus der Serie spielen kann. Das ist aber an so ziemlich jedem Dragon Ball Spiel so. Kauft es euch. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass der Artstyle sau schön ist? Es sieht einfach so gut aus. Das war's dann aber auch mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in dieses Spiel verschaffen. Die sich das Spiel schon gekauft haben, können ja mal gerne ihren Eindruck in die Kommentare schreiben, beziehungsweise die es sich nicht gekauft haben, können ja mal schreiben, warum nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und ciao.